Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Tryna call you telly. Okay, lass starten. Nee, Robert ist noch nicht da. Okay. Mach jetzt so. In 2 Stunden geht Deutschland los. Ist ja, ich muss in die Watch Party in Deutschland. Oder? Also, ich starte den Timer. Sidney Tanga. Abo, es geht mit dir los. Was ist 11x11? Mann, na, guck ihn dir an, guck ihn dir an, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Du Kacke. Guck ihn dir an. Guck mal diese Frage an. Ah, er ist ähnlich. Er ist sogar gerannt. Er ist Wander gewesen. Mach die Frage. Mach die Frage. Also, Abo, los geht's. Was ist 11x11? Sag das, kannst du, das kannst du einfach sagen, das nicht aufschreiben. 11 mal ja. 11, ja. 10 mal 10 sind 100. Okay. 122. Ja. Falsch, 121. Eldos, für einen Vollzeitjob sind mindestens wie viele bezahlte Urlaubstage gesetzlich vorgeschrieben? Das weiß ich aber auch nicht ganz. 3 Wochen. Oh, falsch. Schon. 3 Wochen sind 21 Tage, es sind 20 Tage. Ja, gut, Eli, wie wird der Arbeitsspeicher eines Computers genannt? Ja, Bruder, das wäre mir so eine Frage kommt. CPU. Was sind die Fragen? Als Streamer? Falsch, es ist RAM. Musti, auf welchem Kontinent liegt Kanada? Bruder. Mit L. Warte. Das muss schneller gehen, das muss schneller. Du musst normal, du musst da runterziehen. Ja, Bruder, ich hab doch keinen Hotel, Musti. Was machst du da? Drei. Amerika. Das ist Nordamerika. Ja, okay. Willi, buchstabiere nämlich. Oh. N, A, H. Falsch, ist mit A. Ich hab A gesagt, ne? Ja, ist A. Allah, ich mein doch A. Bruder, der erste Durchgang, man kann nicht umladen. Und ohne H, ganz genau. Bohat, in welchem Land steht der schiefe Turm von Pisa? Ollum, was ist das? In welchem Land? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vorbei. Sag eine Antwort! Du kriegst meine Stimme, du kriegst meine Stimme. Oh, das ist geil. Ich hab doch Pisa, also in Pisa! Das Land! Walla also, sogar, du hast übertrieben. Ich war auch aber übertrieben. Walla sogar, ich hätte Italien was gewusst. Was für eine Runde, was ist das hier? Ich schwöre, Walla, ich hätte Italien gewusst. Ja, aber du hast Bruder, das musst du sagen. Bruder, ich hab doch Walla sogar gesagt. Was passiert hier, Jungs? Ey, Jungs, lass mal bitte abbrechen, Digga, was ist das? Nein, mach mal bitte alle Clips aus. Gab's eine richtige Antwort? Weiter. Sydney, weiter geht's. Wie heißt der Pokémon-Trainer von Pikachu? Ja, aber guck mal, das bei ihm, Bruder, das bei ihm hat auch sowas kommt, Bruder. Ich hab die Reihenfolge nicht ausgehört. Mach, Danny. Danny, was ist der 1.5. für einen Feiertag? Tag der Einheit, Tag der Einheit. Na, Tag der Arbeit. Abu, du bist wieder dran. Wie heißt die Schwester von Phineas und Ferb? Ich weiß das doch, Mann. 8, 7, 6. Ist zu lang, mach immer so 5. Bella. 4. Falsch, ist Candace. Ja, Candace! Musti, nenn mir einen Spieler. Eldo, sorry. Ja. Nenn mir einen Spieler, der bei Real Madrid und Bayern gespielt hat. Xabi Alonso. Richtig. Eli. Oh. Gehört Paraguay zu Afrika? Nein. Ja, ist richtig. Musti, ist Brasilien in Mittel- oder Südamerika? Südamerika. Ja, richtig. Willi, nenne eine Zahl, die durch 5 und durch 3 teilbar ist. 25? Nein. Die nächste Frage. Rohat, was für ein Haustier hat SpongeBob? Eine Schnecke. Ja, ist auch richtig. Und die Zeit ist um. Okay. Ja, sind das hier Fragen? Okay. Ja, warte mal. Alter. Jungs, es gibt wirklich eine komplett klare Antwort. Rohat war nicht geantwortet, Alter. Sag ich. Na, ich. Ja, okay. Jungs, lass mal. Ja, Rohat hat gar nicht geantwortet. Das ist jetzt auf jeden Fall. Bruder, du wusstest 11x11 nicht! Weiß das denn hier alles schon? Ja, Bruder, hä? 11x11? Willi war auch respektlos, sag ich. Ich hab was gesagt. Was machen wir jetzt mit den Handys? Was machen wir jetzt? Du schreibst jetzt den Namen auf, wo du sagst, das war die dümmste Antwort. Okay. Ist doch klar. Auch wenn einer keine Antwort genannt hat, dann auch aufschreiben. Das ist eigentlich das Schlimmste. Keine Antwort aber jeder, oder? Dann hab ich schon. Sollen wir hochhalten? Okay. So, eins. Sollen wir eins zeigen? Ja, ja. Ja. Okay. Es gab nur Banger, es gab so viele Banger. Die Fettflecke an.
Ey, warum ist das gespiegelt bei mir? Sechsmal Rohat, einmal Willi, einmal Abo. Rohat ist einfach der Rohat, einzige, ich hab, also ich hab Rohat aufgeschrieben, aber Willi nicht vergessen. Willi war auch respektlos. Ich. Ja, nee, Schere, passt. Ja, aber er hat jetzt die Round mäßig. Das wird ein verrückter Durchgang. Willi safe. Ich hab gesagt, wenn keiner eine Antwort gibt, kriegt sofort meine Stimme. Hätte Rohat Spanien gesagt, hätte ich Willi gewählt. Gut, wir machen weiter mit Sydney. Wie heißt die Schnecke von SpongeBob? Haben wir schon. Ey, das ist unfair. Guck mal, das ist Fragen, unfair. Was machst du für Fragen bei ihm? Dann lutsch ihn ein. Direkt. Alles gut. Bruder, frag die nächste Frage Cars, bitte. Er macht Pokémon. Danny, und wie heißt das Spiel GTA ausgeschrieben? Grand Theft Auto. Ja. Abu, welcher Planet wird in unserem Sonnensystem als roter Planet bezeichnet? Einfach. Mars. Ja, ist richtig. Eldos, Sylt gehört zu. Sylt gehört zu Mecklenburg-Vorpommern, richtig oder falsch? Oder was? Warte mal, was mit Sylt? Er kommt nicht aus Deutschland, ne? Muss man sagen. Drei, ja, okay, ja. Zwei. Ja, richtig. Es ist falsch. Eli, welches Metall trägt der Ameisenbär im Namen versteckt? Eisen. Richtig. Eldos, wofür steht die Abkürzung ETC? Etc. Genau. Eli, buchstabiere etc. I. Was? Bruder, ich hab's noch nie gesehen. E. Wie? E. C. Nein. ET. ET? ET und dann. Bruder, ich hab's noch nie gesehen. Ich hätte auch ET gesagt. Ich hätte noch so eingeschissen, sag ich auch. Alles klar, Musti, nenne 5 Getränke: Fanta, Mezzomix, Cola, Sprite und Vitamin. Yeah. Sehr gut. Willi, wie nennt man die Haare von Schweinen? Schweinehaare. Nein, Boston. Oh. Dani weiß das. Rohat, welche Himmelsrichtung liegt gegenüber von Süden? Du kannst frisch. Ja, richtig, danke. War ein guter Durchgang. War ein guter Durchgang. Hat hier irgendjemand was? Wer war das? Wer war der Wirt? Ich hatte jetzt das war, glaube ich, Eli mit EEC. Hatte hier nicht noch jemand was falsch? Wer hat noch was falsch? Jetzt vergessen. Meine Haare. Ich will nur erwähnen, dass wir nach rechts geschaut haben, auf sein Monitor und dann sich kurze Frage. Hättest du es gewusst, Abu? Ja, ich habe sogar Boston gesagt. Ehrlich? Boston, ja, groß, ja, Boston safe. Hätte ich weiß nicht, weil ich bin für mich ist aufgewachsen, oder für mich ist Haram, ich beschäftige mich gar nicht damit. Eldos Söld, aber Eldos kommt nicht, Eldos kommt nicht aus Deutschland. Bei uns Eve da, ich darf essen, warte kurz. Ich weiß dann nicht alle Antworten. Einmal in die Cam. Ich hab Willi. Willi. Na, scheiße, oder? Wie kann ich die Scheiße denn spielen, außer mir gespiegelt? Willi, bei mir ist auch das nur bei dir selber. Musti, wer noch zu? Ach so, ja, Willi. Willi minus 1. Ja, aber was hat Willi falsch gehabt nochmal? Schweinehaare. Aber war auch ein guter Durchgang. Aber bei Eli war es auch schon. Jetzt hätte er eigentlich auch nicht gewusst. Eldos, wer hat die Mona Lisa gemalt? 5. Picasso. 4. Falsch. War Da Vinci. Eli, ein Jahrzehnt hat wie viele Jahre? 10. Genau. Musti, was ist das größte Organ im menschlichen Körper? Oder warum mal bei mir solche Fragen, ja? Okay. Warte, sag nochmal eine Frage. Mach mal eine Frage. Was ist das größte Organ im menschlichen Körper? 5. Das ist die Niere. 3. Falsch, es ist die Haut. Danny, wie viele Tasten hat dein Klavier? Digga, was? 64. Nee, 88. Eldos, wie heißen die besten Freunde von Harry Potter mit vollen Namen? Nein, ich hab nie geguckt. Bitte was? Ja, also, mit deinem Picasso-Call auch schon. Bryce und Jason. Wie Bryce und Jason? Oder? Irgendwo muss man das doch mal gehört haben. Hast du noch nie einen Namen gehört? Genau. Ich hab eine Frage. Harry Potter, Sydney, besten Freunde. Ihr habt nie geguckt. Also, die nächste Frage ist Eli. Welche Stadt hat das Kennzeichen H? Aber ist es Hamburg? Nee, ist Hannover. Was ist Hamburg? Hamburger Hänger. Willi. Wie nennt man den Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht in Energie umwandeln, beziehungsweise in Sauerstoff? Oh, das wusste ich auch mal.
Solarenergie? Nee, es ist Photosynthese. Ja, genau. Ach so. Okay. Rohat, nach welchem Politiker wurde der Hamburger Flughafen 2016 benannt? Kommst du aus Hamburg, hör auf so zu gucken. Keine Ahnung, Bruder. Woher? Arnold Schwanz. Nee, Helmut Schmidt. Sydney, wie nennt man das Organ, das für die Atmung beim Menschen verantwortlich ist? Die Lunge. Ja. Aber Bruder, die Fragen bei ihm ist wirklich Business-Hass, Bruder. Langsam reicht. Ja. Danny, wer schrieb das Drama Hamlet? Shakespeare. Richtig. Und die Zeit ist auch. Alter! Hab eine Stimme. Ja. Ja, aber ich habe definitiv eine Stimme, die ich schaue. Ich habe auch Stimme. Hä? Also was Bryce und Grace war ja respektlos. Ich habe auch Stimme. Digga, Fotos sind... Warum denn ich? Nochmal? Ich habe einmal was... Ich habe Solarenergie, Danny. Und ja, er hat vorher sie lieber Musti nehmen sollen, weil Musti bei einer Sache gar nichts gesagt. Aber so Solarenergie ist eine geistkranke Antwort für dich. Bruder, ich sag irgendwas, ich kann auch einfach sagen, ja, Schwanzpflanze, dass es nicht peinlich ist. Eldos, aus welchen Disziplinen besteht ein Triathlon? Dieses Schießen aus im so in der Hück, in der so im Knie, so schießen mit einer Person? Nee, ist falsch. Es ist Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ah, ich dachte, dieses Sitzen, schießen, das macht doch Ada die ganze Zeit. Okay, mach. Genau. Okay, wie viel Cent sind 10 Euro, Eli? 100. Nee, sind 1000. 100 sind 1 Euro. Musti, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Richtig. Willi, welches Tier ist ausschließlich Bambus? Ich hab gehört. Welches Tier ist ausschließlich Bambus? Ist es nicht ein Panda? Ja. Rohat, wie heißt die allererste Folge von Game of Thrones? Oh, der Winter naht? Der Winter kommt. Stark, Digga. Sydney, du bekommst die Star Wars Frage. In Star Wars wird Anakin Skywalker zu Darth Vader, wahr oder falsch? Luke, ich bin dein Vater. Ist das falsch? Nee, ist das wahr. Danny, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. 17 mit Mallorca. Ja. Abu, welches ist das kleinste Bundesland? Saarland. Falsch. Nee, ist Bremen. Eldos, ja. George Lucas hat die Filmrechte für Star Wars an Netflix verkauft. Wahr oder falsch? Falsch. Ja, das war Disney, also ist richtig. Eli, welche Farbe hat ein Smaragd? So grün. Genau. Willi, wie lautet Albert Einsteins berühmteste Gleichung? Schwanzgleichung. Nein, nee, hör auf mit sowas. Es ist A Quadrat mal B Quadrat gleich C. Ach, Satz des Pythagoras. Von Albert Einstein? Ich dachte, dieses EM2 oder so. Nein, EMC Quadrat ist richtig. Ja, Google sagt was anderes. Okay, mal. Rohat, das Symbol... Also, warte ganz kurz, wer ist A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat? Das ist auch. Also, nee, also das war richtig. Biathlon. Oh, schwer. Und Biathlon. Ich mache immer das, wo ich sage, das hätte ich safe gewusst. So denke ich. Ja, genau. Ich mach auch so, was ist am lostesten für mich. Ja, okay. Mach. Boah, haut die Abo weg, oder was? Also, Abo raus? Also, nee. Wie? Warte. Nein, ach, Mann, echt. Ja, wir sagen 110. Ja, ich hab Abo. Eli dann ein Leben weg. Ich hab zwei Leben noch. Okay. So, wir machen 3 Minuten wieder. Aber du kannst es nicht wissen, ne? Du gar kein Fußball, ne? Ja. Also ich bin in Fußball scheiße, ein bisschen was weiß ich, aber so Premier League, so. Schalke. Abu, in welchem Bundesland liegt Herzogenaurach? Oder wie man das ausspricht. Was für ein Auch? Herzogenaurach. Herzogenaurach, ja genau. Oh, das hört sich nach Sachsen an. Bayern. Ist Bayern. Eli, wie viele Bälle brauchst du zum Fußballspielen? Ein. Ja, Musti, nenne einen der 3 Gründer von Apple. Mark Zuckerberg. Nein, das wäre wahrscheinlich die Antwort, Steve Jobs. Willi, meisten Katzen vertragen keine Milch, richtig oder falsch? Richtig? Ja, das ist richtig. Rohat, welche Farbe entsteht, wenn man blau und gelb mischt? Blau und gelb? Ich glaube grün. Genau. Sydney, wie viele Zacken hat der Mercedes-Stern? 3. Er kriegt wirklich, das ist echt auffällig. Er hat noch keine Frage einfach. Eli, wer ist der aktuelle Super Bowl-Gewinner? Ja, weiß ich nicht. Oh fuck. Keine Ahnung, Rams ist es nicht. Hier, Rams. Das sind die Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes. Musti, wird die Uhr am 31.03. zurück oder vorgestellt? Wird die Uhr am 31.03. Genau. Zurück oder vorgestellt? Also um 1 Stunde zurück oder 1 Stunde vor? Aber wo steht das denn? Wie kann man das denn wissen? Sag einfach zurück oder vor. Sag doch einfach. Vor.
Boah. Ja, ist vorgestellt. Willi, ein Quartal besteht aus wie vielen Monaten? Vier. Also drei. Gut, die Zeit ist um. Okay, Was war noch alles? Muss die auch denn? Mit Mark Zuckerberg? Ich hab. Ich bei mir jetzt gerade. Ja, so. Ist doch aber so. Ach so. Mark ach so. Ist Facebook. Danny, das mit dem Ballon d'Or hätte man. Ja, ach den Abo. Ich dachte auch irgendwie, dass Haaland einen geholt hat dieses Jahr oder letztes Jahr. Ich dachte, ja, nee. Willis war auch bodenlos, ja. Sydney, welche Farben hat die Flagge von Russland? Blau, weiß, rot. Ja. Danny, welche Farbe hat die Flagge von Brasilien? Grün und blau. Ja, weiter. Was war's? Gelb. Grün, weiß, blau, gelb. Weiter geht's. Weiß, Abu, welches Unternehmen gehörte Minecraft, bevor es 2014 von Microsoft aufgekauft wurde? Mojang? Ja. Stark. Hätte ich auch gesagt. Stark, Eldos, stark. Die chemische Formel für Wasser ist O2. Richtig oder falsch? Falsch. Ja, es ist H2O. Eli, wie viel sind 100 Dollar in Euro nach aktuellem Kurs? Ohne Cent, also auf den Euro. 100 Dollar in Euro sind 114 Euro. Nein, das sind weniger, 92 oder? Euro. Ja genau, der Dollar ist... Okay, Musti, in welchem Land befindet sich das Kolosseum? Nee, in das Minecraft, meinst du? Italien. Sydney, das Lenkrad eines englischen Autos ist auf welcher Seite? Alter. Bruder, aber er ist wirklich geisteskrank. Er kriegt halt, ich gehe ja, Reihe um. Er hat eine schwere Frage, wo ich nicht gewusst habe, das war das mit Japan. Ich versuche mal, die schwierigen Fragen gleich zu machen. Nee, bleib so. Dann bleib ich so. Danny, wer sagt, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oh mein Gott, ich hab's auf der Zunge. Oh, Digga, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf, die keine Ahnung. Tutanchamun war ein ägyptischer Pharao. Ja oder nein? Das ist richtig. Ich hab die Schere reingeschrieben, Schere. Gut, ich Danny. Hab zwar selber keine Ahnung davon, aber einfach jeder. Ich hätte es niemals gewusst. Danny, ich hätte auch nicht gewusst. Ich hab einfach nur ein Ding. Eigentlich hätte ich auf Trello gehen müssen. Aber kann man schon, kann aber man schon machen. Ich wusste nicht, was jetzt mehr. Ja, ich weiß. Gut, drei Minuten gehen wieder los. Bei dir, Eli, wir fangen an. Wann wurde das erste iPhone vorgestellt? 2007. Richtig. Musti, wer ist unter dem Namen Dirkules bekannt? Dirkules. Was soll ich jetzt sagen? Also, ich heiße es. Im richtigen Namen. Nein, nein. Sag mir Jack Sparrow. Genau. Nein, das ist Dirk Nowitzki. Alter, kann man nicht kommen. Warum krieg ich nicht so eine Frage? Jetzt aber da kann man, aber ist ja auch scheiße für Musti jetzt zum Beispiel. Es muss schon jetzt ein Brett kommen. Willi, was ist die Währung in Japan? Jin? Yen. Nicht mal schlecht. Ja. Roth ist weg. Oder bist du noch da? Ich bin da. Okay, ach, während eines Basketballspiels stehen wie viele Spieler pro Mannschaft auf dem Feld? Das ist Essen, oder? Pro Mannschaft 5. Netzu, ja. Nickelmeier. Sydney, Pluto war der Hund von welcher fiktiven Figur? Mickey Mouse. Ja. Danny, wann wurde das erste Samsung vorgestellt? 2006. Nee, 2009. Abu, was ist die Hauptzutat von Sushi? Reis. Richtig. Eldos, wie viele Monate haben 31 Tage? Gibt's ein bisschen mehr Zeit? Alle, außer Februar. Ja. Nein, nicht jeder Monat ist 31 Tage lang. Eli, wie viele Kontinente beginnen mit dem Buchstaben A? Drei. Nee, sind vier. Mit. Asien. Oh, ja, mit Antarktis halt. Gut. Musti, auf welchem befinden wir uns gerade? Welchem Kontinent? Genau. Europa. Willi, welche Farbe erhält man, wenn man rot, blau und gelb mischt? Türkis? Nee, es ist braun. Rohat, wie heißen die zwei Gezeiten? Die was? Die zwei Gezeiten. Keiner. Also ich habe nicht mal eine Antwort. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Feuer mal raus, Norden raus. Sag irgendwas. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht was, ich kann jetzt sag alles Sascha. Sagen. Sag Sascha. Ja, sag irgendwas. Ja, einfach. Markus. Es ist Ebbe und Flut. Sydney, die Hauptstadt von Russland. Moskau. Ist auch kacke, oder? Danny, wie viele Stadtstaaten hat Deutschland? Oh. Stadtstaaten? Ja. Vier, oder? Drei Stadtstaaten, oder vier. Bruder. Drei oder vier.
Keine Ahnung, 32. Bremen, einfach Philo und Schwarz. Es sind drei. Hamburg, Berlin und Bremen. 32. Abu, du hast die letzte Frage. Ja. Wie nennt man die Studie der Sterne und des Universums? Nochmal, es hat geklingelt. Sorry. Wie nennt man die Studie über die Sterne und des Universums? Die Studie über, das über die Sterne und das Universum. Genau. Astrologie? Astronomie. Mhm. Okay. Gut, 3 Minuten sind dumm. Eldos, du hast übertrieben. Runde, ja. Was war? Oder jeder alle ist 131. Was war für ein Jahr bei dir? Ja, also bei mir ist Eldos dein Name. Ich hab Danny. Danny nur zweimal Eldos. Ja, stimmt. Eldos, dafür nicht bekomme, ist krass, Digga. 32. Oh, das ist Eldos. Ich bin da, Eldos. Ich bin da für dich, Eldos. Oder ich hab doch keine. Also ich konnte mir nichts vorstellen darunter. Du kommst aus Norden? Ich bin doch dumm, Digga. Eldos, Flut ist schon hart, aber auch. Aber ich hab mal eine Frage, Digga. Ich hab mal eine Frage. Bei meiner Dings da. Bei Sydneys Antwort hat Antarktis als Kontinent nicht gezählt und bei meiner zählt Antarktis als Kontinent? Was ist für eine Scheiße? Nee, wir haben es erzählen lassen. Ach, also Antarktis hat gezählt bei Sydney als Kontinent. Nein, wir haben es nicht zählen lassen. Ja, also dann, es ist ja dann egal, deine Antwort war richtig. Aber ja. Welche 4 Kontinente sind es denn dann, wenn Antarktis nicht zählt? Australien, Asien. Asien, Afrika, Antarktis, Australien. Okay, mal. Passt. Gut, wir haben bei Abu aufgehört. Eldos, 3 Minuten starten wieder. Richtig oder falsch? Michael Jackson war das 8. von 10 Kindern. Richtig oder falsch? Richtig. Ja, ist richtig. Eli, welcher Planet ist für seine Ringe bekannt? Saturn. Musti, welcher Planet ist hinter Saturn? Der hat schon 4 Planeten jetzt, Fragen. 4-mal. Sag nochmal, hinter was? Hinter welcher, also welcher Planet ist hinter Saturn? Ich glaube, das was ändert, Bruder. Hinter Saturn, Mars. Nein, es ist Uranus. Willi, wenn ich 7 Eier habe und 4 davon benutze, wie viele bleiben übrig? Wenn du 7, ich habe 7 Eier, 4 benutze ich. Genau, ja. Wie viel hast du übrig? Das ist diese dumme Frage. Ich habe 7 Eier, aber ich benutze 4. Ja, wie viele bleiben übrig? Also wie viele Eier hast du dann noch? So Angst, Digga. Hallas, ich habe richtig Angst. Es gibt 2 Antworten bei mir. Es gibt wirklich 2 Antworten, aber ja. Ich habe 7 Eier, 4 benutze ich. Wie viele hast du dann übrig? 3. Ja. Das ist richtig. Aber ihr versteht mich, oder? Ja. Ich hätte mal gesagt, sag ich dir ehrlich. Okay, mal. Rohat, welche monsterhafte Gestalt bestraft böse Kinder an Nikolaus? Oh, Grinch, hä? An Nikolaus? Wie heißt der Film nochmal? Ja. Grinch? Nee. Nee, es ist nicht der Grinch. Wie heißt der nochmal? Krampus. Ja, Krampus. Was? Digga, wusste ich nicht, was? Krampus? Nee. Ist okay. Welche Farbe hat die Haut von Eisbären? Schwarz. Ja, schwarz. Ja, es ist braun. Also. Danny, welches Zeichen benutzt man bei der Subtraktion? Minus. Ja. Abu, wer wurde 2019 NBA-Champion? NBA? Ja. Lakers. Nee, es sind Toronto Raptors. Eldos, die Winkelsumme in einem Quadrat? 360 Grad. Ja, ist richtig. Eli, wer führt Regie beim Film Oppenheimer? Christopher Nolan. Ja, Mufti, was ist die durchschnittliche Lebensdauer einer Libelle? Wenn ich wüsste, was eine Libelle ist. Was ist das? Assad. Krank. 24 Stunden. Dottie Max, Proud, Lion und Luca. Willi, was ist der kleinste Staat der Welt? Der Vatikanstaat. Ja. Rohat, das Wort Gesetz auf Englisch. Wie heißt das? Gesetz? Oder ist das Amelion, ist unfair. Es ist Judge? Nee, es ist Law. Ja. Sydney. Ah, Law and Order. Sydney, welches Tier ist das Wappentier Australiens? Weißt du, safe. Zeit ist dann auch um danach. Das heißt ein Judge, Digga. 5. Wer? Judge ist Richter. Nein, es ist Känguru. Oh. Känguru hätte ich gewusst. Aber hätte auch einmal Känguru. Selbst wenn ich nicht gewusst hätte, ich hätte auch Känguru gesagt. Was war falsch? Was hatte Mussi? Mit der Libelle. Mussi wusste nur, dass es eine Libelle ist. Aber Libelle, aber wie viele Jahre hat er gesagt? 4 Jahre. Und was war die Antwort? 24 Stunden. Aber Bruder, wer lebt 24 Jahre? Hätte ich auch nicht gewusst, sag ich ehrlich. Aber das mit dem Gesetz stört mich. Weil, Rohr, du weißt das normal. Weil Rohr ist so Ami eigentlich, Digga. Das ist eigentlich auch, ne, muss eigentlich wissen. Ich schwör, du kennst jeden Englisch. Part? Ja. Rapper. What is your law? Guck mal, das ist. Nee, ja. Hey, die ist alle gewusst von Zwirt, die Frage? Ich hätte geraten, mit Känguru. Nein, das ist Australien. Nee. Ich hätte immer gesagt, ich hätte immer Ich war so auf dem Bär, Digga. Irgendein Tier gesagt einfach.
Aber das ist schon verrückt, also doch, aber ja. Aber die Runde war auch nicht so kacke. Wir hatten verloren. Nee, war okay. Sid hat Minuspunkt bekommen. Sidney hat verloren, ein Leben ab. Abu, wann ereignete sich die Nuklearkatastrophe in Fukushima? Das war 93. Nee, es war 2011. Echt? Eldos, was sind die klassischen 5 menschlichen Sinne? Geruch. Ja. Geschmackssinn. Ja. Alter. Sehsinn. Ja. Ohr, Gehör. Also Ohr. Ja. Und eine noch. Tast. Ja. Also, mir ist schwer, ja. Sehr gut. Eli, in welchem Bundesstaat liegt der Silicon Valley? Ach, Digga. In Kalifornien. Ja, richtig, Kalifornien. Was? Lol. Oh, ja. Musti, welches Tier ist das schnellste auf dem Land? Auf dem Land. Gepard. Ja, Willi, wie nennt man einen weiblichen Hund? Weibchen? Nee, es ist eine Hündin halt. Relativ einfach, ja. Rohat, aus wie vielen Rechtecken wird ein Quader gebildet? Ein was? Ein Quader. Quarz aus Minecraft. Ein Quader? Aus wie vielen Rechtecken? Ich sag 4. Das sind 6. Sydney, der BND ist ein Geheimdienst für Deutschland. Richtig oder falsch? Richtig. Ja, ist richtig. Mhm. Danny, was ist die Hauptstadt von Polen? Warschau. Ja. Die Lobbys Abu, kamen da. Welche Art von Wesen kommen in Schneewittchen vor? Schneewittchen? Ja. Was war nochmal Schneewittchen? Achso, klar, 7 Zwerge, die Zwerge. Ja, genau. Elsos, was bemalt man an Ostern? Eier. Ja. Krass, ja. Eli, was bedeutet der lateinische Satz Carpe Diem? Sei nett zu dir selbst, sei nett zu anderen und nicht scheiße zu wissen. Nutze den Tag. Ja, Musti, ganz anderes. Auf welchem Kontinent liegt die Sahara-Wüste? Oh, Bruder, ja, wieder Kontinent. Also, das ist wirklich. Afrika. Ja, das ist richtig. 3 Minuten sind vorbei. Haben eine Antwort. Obwohl, was war denn? Ich glaube, irgendein Banger. Hatte Willi mit Männchen, Weibchen. Hunden, das und Fukushima 1993? Also ich wusste auch, das war ja, aber das war nicht, das war ja vor ein paar Jahren, das wusste man. Ja. Das war ja schon. Okay. Ich dachte, die meinen den Anschlag um 1945 oder so. Ich weiß nicht, ich hätte alle Fragen nicht gewusst. Was soll ich denn sagen? Einmal Willi, zweimal Willi, drei. Ja, aber hör auf dein Herz. 5. Bruder. Allah, ich werde jetzt schon nicht mehr. So. Jeder hat doch eben. Ich höre auf meine Mutter sogar, ich werde jetzt nur drauf achten. Ich sag Weibchen anstatt Hunden. Und man sagt, ja, wenn. Ja, Hündin. Ja, wenn es ein bisschen daneben ist, ist es ja. Deswegen habe ich auch Dings da genommen. Aber wenn. Oh, tamam. Dirkules, einer sagt Jack Sparrow. Tamam und kriegt keine Message. Allah, ja. Eli, Landeshauptstadt von NRW. Ach, Bruder, jedes Mal. Easy. Ist easy? Ja. Ich kann sowas nicht. Dortmund. Es ist Düsseldorf. Willi, wie heißt der Bruder von Michael Schofield? Michael Schofield und. Wie heißt der? Skuro. Auf deine Antwort? Ja, Skuros. Das ist Lincoln Burrows. Burrows. Ja, no, 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 no. Rohat, wie heißt die Hauptstadt von Indien? Weiß es nicht. Sag irgendwas. Red. Ja, ich weiß es nicht. 1. Ich hab keine Ahnung. Sag irgendwas. Ja, Zeit ist um. Sag es. Okay, Sydney. Sag mal, was war die Hauptstadt? Sag mal, damit das weiß. Neu-Delhi. Das ist hart, Rohat, das ist hart. Sydney, in welchem Jahr kam GTA 5 raus? 2014. Nee, es ist 2013. Oh, nee, oder? Danny, was sind die 3 Grundfarben? Grün, Rot, Blau. Blau, Gelb, Rot. Blau, Gelb, Rot. Abu, wie heißt die Währung in Südafrika? Afrika-Dollar. Nein, das ist ein Rand. Afrika-Dollar. Ja, klar. Bananen ist. Das wurde. Also, das ist das crazy. War das Rohat gerade? Ja, ja. War ich? V-Markt und Mitsukum. Elders, was ist die Hauptstadt von Südkorea? Hauptstadt von Südkorea? Ja. 5, 4, 3. Bruder, keine Ahnung, 1. Tokio.
Nee, es ist Seoul, oder wie man das ausspricht. Wie? Seoul oder so. Hey, ich hab euch gut. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und Eli, letzte Frage. Welcher Disney-Film ist der älteste? Mickey Mouse. Nee, es ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ach. Zeit ist um. Okay, hab eine Antwort. Echt viel falsch, ne? Das gab's alles. Ja, also NRW, Rohrt. Hauptstadt von Südkorea, Tokio. Es gab noch einen Kracher. Aber ich hab, Dortmund. Dortmund, ja. Dortmund, ja. Aber ich kann das, Bruder. Ich weiß, ich bin ganz schlecht in sowas. Egal, ich hab eine Antwort. Ich auch. Gut, Rohrt. I got your back. Was? Nee. Es ist unentschieden, glaube ich. Boah, es ist unentschieden. Ist unentschieden. Ich hab Rohrt, wer hat alles Eli? Halt es nochmal alle bitte kurz rein. Beide Minus 1. Eli hat Rohrt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, es ist unentschieden. Dann mach Stechen. Schnicken. Eine Stechfrage oder was? Nein, nicht. Stechfrage wird schlechter beantwortet. Achso, Stechfrage, ja, okay. Keine Fragen so. Das hatten wir. Hauptzutat von Hummus. An wen? Jetzt beide aufschreiben, oder was? Ich würde der Schnellste sagen, oder? Tamin. Oder Timin. Tamin. Nee. Wie heißt das? Nein. Wie heißt Nein. das? Weiß der andere das? Achso, okay, warte. Ich habe eine zweite. Machen, wie bitte, Rohrt? Also, ich weiß, dass viele auch mit Frischkäse-Hummus machen. Nein, dann Kichererbsen. Nein. So. Ja, was seid ihr für Arabisch? Ja, Bruder, aber. Kichererbsen. Ganz kurz. Kichererbsen ist richtig. Ganz kurz, wie heißt das? Wie heißt das, Abu? Mit Tee. Tahin meinst du? Aber das macht safe, Bruder. Richtig, ja, aber Tahin machen auch. Tahin ist auch ganz oft drin. Da gibst du einen Schuss. Frischkäse, noch nie gehört. Ja, genau. Zutat ist 100% Kichererbsen. Frischkäse ist verrückt. Wie heißt der Fuchsgeist in Naruto? Mann, ich schwöre auf meinen Tod, ich habe nicht in den Chat geguckt. So. Ich guck nicht mal Naruto, ich guck kein Anime. Wer ist denn dran? Musti. Wie heißt der Fuchsgeist in Naruto? Er sagt irgendwas, wenn du es nicht weißt. Fujima. Nein, es ist Kurama. Willi, wofür steht DDR? DDR. Deutsche. Nee, DDR, was war das? Hier. DDR. Mein Timer? Erste Republik. Zwei. Deutschland. Ja, ich weiß nicht. Es ist die Deutsche Demokratische Republik. Ah, ja. Also. Rohrt, wofür steht BRD? Mutti. BRD? Ja. Digga, keine Ahnung. Deutsches. Lass mich sagen, noch. B Deutsche, oder D? Das ist krank, war gerade. BRD. Ah. BRD? Bundesrepublik Deutschland. Eins, oder? Drei. Zwei. Eins. Antwort? Deutsches Reich. Ja, wen wir bei nehmen wird. Du wolltest sagen? Ja, Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, genau. Krass. Nein, komm, also Rohrt. Okay. Sydney. Oh mein Gott. Welches Land hat die meisten Nobelpreise gewonnen? Frankreich. Guck jetzt, Russland. Nein, das ist die USA. Sehr gut. Danny, wer ist das Haustier von Harry Potter? Das will ich mal gerne sehen. Das Haustier von Harry heißt Hedwig. Ja, richtig. Eli, nenn mir alle Monate, die 28 Tage haben. Also, das ist jetzt die Frage von Eidos? Nee, ist deine. Ja, aber alle Monate, die 28 Tage haben. Jeder Monat hat 28 Tage. Ja, mindestens passt. 28. Gut. Musti, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Alter. Fünf. Weil sie nicht mehr genug Fest hatten. Drei, ja, doch. Passt so ein bisschen. Passt immer alles. Okay. Willi, in Deutschland rufst du die 110 an für die Polizei. Welche Nummer ist das in Amerika? Du musst auch immer die Antwort dann dazu geben. 911. Achso, ja, ist 911. Zeit ist sowieso um. Bei Musti war es wegen einem Asteroiden. Ja, gut. Asteroid-Einschlag. Hab eine Antwort. Und Willi hatte richtig. Ich hab auch eine Antwort. Boah, ist ein Ding zwischen Rohrt und Willi, oder? Ja, safe. Ja, aber nein, Mann. Ich hab jetzt gewusst, ich wusste mein eigenes nicht. Ich hab. Aber Rohrt war krasser. Rohrt war wirklich krasser. Was hat Rohrt immer gesagt? Was hat er immer gesagt? Ja, Bruder, aber ja, ganz kurz. Ich hab auch Musti, ne? Ich muss sagen, also Musti hab ich auch auf dem Schirm. Das weiß man doch, Bruder. Wegen den Kometen. Bruder, ich küsse dein Herz für die Deutsche Demokratische Republik und das von Rohrt. Weißt du das? Du wusstest das? Ja, natürlich. Natürlich weißt du das. Bruder, im Nachhinein sagst du ja natürlich. Nein, ich wusste das. Wallah Billah, ich wusste das. Nein, Wallah Billah glaube ich nicht. Wallah, ich schwöre, ich wusste das. Aber okay, ich hab jeder einfach sein Herz auf sein Herz an. Okay. Gut. Einmal Rohrt, zwei, drei, vier. Ich hab Mussi. Aber das ist krass. Eli und Abo, das ist crazy. Das ist crazy. Ja. Bruder, also du hättest eigentlich auch Urknall sagen können, wäre eigentlich auch richtig. Okay, Rohrt ist damit raus. Ciao. Gut, dann machen wir weiterhin 3 Minuten. Wir fangen dann mit Sydney an. Woraus bestehen Diamanten? Kohlenstoff. Ja.
Danny, was ist der Überbegriff für Google, Yahoo, Bing und so weiter? Suchmaschine. Ja. Abu, welche Farbe hat ein üblicher Greenscreen? Grün. Ja. Eldos, welches Tier erbaut sich eine Burg und einen Damm aus Holz unter Wasser? Biber. 5, 4, 3, 2, 1. Antwort. SpongeBob. Was? Was? SpongeBob? SpongeBob. Ja, das ist krank. Seid doch irgendein Tier, Bruder. Du musst immer die Antwort sagen. Ist Biber, oder? Achso, tut mir leid. Ja, ist Biber. Ja. Ja, sorry. Eli, Facebook-Logo besteht aus zwei Farben. Welche sind das? Weiß-Blau. Nee, ist wieder schwer. Ne? Nee, klar, das kann man jetzt dafür, oder? Weiß-Blau. Eli, welches Land hat die meisten Fußball-Weltmeisterschaften gewonnen? Brasilien. Ja. Musti, wo befindet sich der stärkste Muskel des Menschen? Stärkste Muskel? Im Mund. Im Mund. Oberschenkel? Das ist der Kiefer. Willi, welche Stadt hat die meisten Einwohner in Spanien? Barcelona oder Madrid? Ich würde mit Madrid gehen. Ja, ist richtig. Sydney, was ist die Hauptstadt der Türkei? Ankara. Ankara. Ja. Danny, Holland ist eine Region in der Niederlande. Richtig oder falsch? Ja. Oder ist die Niederlande. Ja. Ja. 0 Grad Celsius entspricht wie viel Grad Fahrenheit, Abu? Das ist auch die letzte Frage. Ist mehr. 0 Grad Celsius Fahrenheit? 30 oder so. Genau. Oder ich kenne Fahrenheit als Duft. Die auch Fahrenheit. 0 Grad Celsius. Digga. Ich weiß, was Fahrenheit ist. Warte ganz kurz. Ich will nichts Falsches sagen. 5, 4, 3. Es sind 32 Grad Fahrenheit. Oh, ja, hätte ich auch nicht, gewusst. Die drei Minuten sind vorbei. Ich hab gesagt, es sind 30. Echt krass, ich hab in dem Leben nicht. Okay. Aber so, was war nochmal Eldos Dings? So? Eldos hat zwei oder dreimal verkackt. Der hat einmal SpongeBob gesagt. Was war bei Eldos nochmal? Ich hab SpongeBob verkackt. Dieser Drake war Ding, war random. Bruder, mir ist kein Tier eingefallen unter Wasser. Willi hatte Sonne und Musi hatte auch irgendwas. Ein Tier, was einen Damm baut. Eldos. Boah, einstimmig hatten wir noch nie, glaube ich. Dann ist Eldos auch raus. Ich bin niemals auf Biber gekommen, ne? Da sagt doch irgendein Tier, Bruder, irgendwas. 3 Minuten gehen los. Eli, was ist ein Smaragd? Ja, so ein Kristall, so ein Edelstein. Ja, ist ein Edelstein. Mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel? Bis jetzt mache ich einen guten Job, Chat. Ein, zwei lost Antworten, aber kracht halt ein bisschen. NRW hat gekracht, sorry. Sorry um meine NRW. 6, 5, 8, 9, 10. 4 sind 32 Figuren. Hey, ich dachte auch eine Reihe. Check dir, was ich meine. Wie vielen Figuren startet ein Schach? Ach, Walla, ja. Sydney. Sydney, was ist die mathematische Bezeichnung für die Rechenart teilen? Dividieren. Ja. Danny, welchen Winkel hat ein Halbkreis? 180. Ja. Abu, in welcher Einheit wird die elektrische Spannung angegeben? Volt. Ja. Oh. Eli, was ergibt 93 durch 3? 93 durch 3 ist. Ja. 31. Ja, Musti, für was stehen die 5 olympischen Ringe? Für die Kontinente. Richtig. Auf einmal gibt's wieder nur 5, ne? Auf einmal gibt's wieder nur 5. Das hab ich gerade auch nicht gecheckt. Digga, ist so krank. So komisch. Antarktis fällt da ja nicht, deswegen. Nenne 3 Ex-Real Madrid-Spieler, Willi. Egal welche Zeit. Aber die dürfen jetzt nicht da spielen. Ja, Zidane, Ronaldo, Ramos. Sydney, buchstabiere das Wort Rückgrat. RÜCKGRAT. Richtig. Danny, nenne 2 Länder, die in Europa und Asien liegen. Digga, Europa und Asien, Bruder. Norman ist im Discord. Keine Ahnung. Dallas, Cowboy-Fan, danke für dein Prime im 17. Digga. Justus, Türkei, danke für 12. Keine Ahnung, Bruder. Ja, bist du bekifft? 1, Zeit ist vorbei. Türkei und? Türkei ist richtig. Weiß ich nicht. Türkei? Zweit ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Türkei weiß Sag ich nicht. Sag irgendein Land. Digga, Fick Vater, Tschechien, Bruder. Das ist ja Russland. Abu, wo befindet sich die Freiheitsstatue? Land oder Stadt? Stadt. Also, ja, New York. Ja. Eli, vervollständige das Sprichwort, auch ein blindes Huhn. Findet er einen Korn. Gänsehaut, die Frage. Ja. Willi, letzte Frage. Warum welcher ich? Fluss? Muss sie. Ach, Musti, tut mir leid. Welcher Fluss fließt durch Kairo? Oh. Oder? Daniel. Welcher Fluss fließt durch Kairo? Wo ist Kairo? Ich hab mal seine Gegenfragen, ne? Ja. Das ist sogar schlimmer als die Antwort. Gib mir jetzt eine Antwort. Gib eine Antwort, Musti. Nil.
Nee, hier. Ja, ist richtig, sehr gut. Lol. Gut, die Zeit ist um. Was war denn hier? Danny war, was noch? Ich hatte einen Denkfehler, gebe ich ehrlich zu. Mit zehn Schachfiguren. Und was war bei Danny? Türkei, Russland. Was war denn die Frage? Was waren die Frage bei Danny? Welche zwei? Zwei Länder einfach, Europa und Asien. In Europa Asien, und ja. In Asien sind. Türkei hatte ich. Einmal sogar schwerere, ohne Sinn. Zweite wusste ich nicht, ja. Ja. Dann einmal Reinheiten, einmal Danny, zweimal Danny. Was hast du? Abo? Dreimal Danny. Entscheidet. Viermal Danny. Mein Danny. Yes, dann bekommt Danny ein Herz. Ich sag, ich hätte es verstanden, wenn ich weg wäre. Das ist mein Danny-Zettel. Vervollständige das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt. Boah, Bruder, ich sag dir offen und ehrlich, das Sprichwort kenne ich selber nicht. Was lachst denn du? Ich kenne das auch nicht, deswegen. Ja, Bruder, das kennt man. Das ist doch krank. Das ja, gib mir Antwort. Wer anderen keine Grube, wie was? Wer anderen eine Grube gräbt, muss sich nicht wundern, wenn er selber reinfällt. Ja, ist ungefähr richtig. Hält selbst hinein, passt. Ja. Ja. Sydney, welches Tier ist das größte Tier der Erde? Der Baumwoll. Ja. Danny, buchstabiere das Wort Wolkenkratzer. Das ist einfach. Wolkenkratzer. Abu, welcher Feiertag ist am 24.12.? Das ist der Heiligabend. Richtig. Eli, welche Sprache wird nach Englisch in den USA am zweithäufigsten Spanisch. Gesprochen? Richtig. Musti, wie viel Liter Blut gibt es im menschlichen Körper? 96 Liter. 5 bis 6 Liter. Bruder, ganz kurz mal. Dann wiegt doch jeder Mensch 96. Dann wiegt doch jeder 96. 96? Ich hab die Frage noch nie gehört. Dann wiegt doch jeder schon mal 6. Ich fühle mich direkt wieder ein bisschen besser. Direkt im zweiten Frühling. Nee, weiß man. Tschüss. Natürlich weiß man, Digga. Also, hätte man 10 bei dir als GLD. Ich hab gestoppt. Braucht man jetzt, musst du ja auch aufschreiben eigentlich? Oder weiß jeder, dass es Musti ist? Yeah. Kommen wir noch mal weiter. Ja, wir machen weiter. Willi, was fließt unter einem Floß in einem Fluss? Was fließt unter einem Fluss? Floß. Ja, Fische. In einem Fluss. Fische? Wasser. Ich hätte auch Fische gesagt, Scheiße. Was fließt? Aber du sagst doch in Fluss. Wasser fließt doch, was? Was fließt unter einem Floß in einem Fluss? Ja okay, man kann es falsch verstehen, tut mir leid. Okay, man kann es falsch verstehen. In einem Fluss ist doch klar, was er ist. Ja, tut mir leid. Wer arbeitet als Moderatorin und Jurorin bei Germany's Next Topmodel? Sydney. Ist ja auch so. Kacke wieder, ne? Wer Heidi arbeitet Klum. Als Moderatorin? Hast du. Ja, nochmal? Heidi Klum. Okay. Danny, wofür steht die Abkürzung EC bei EC-Karten? EC, Electric Cash. Electronic Cash, das ist richtig. Cash, ja. Eli, wie nennt man ein männliches Schwein? Ach, Bruder, jedes Mal. Hatten wir doch schon. Hatten wir schon? Oh, ja. Dann noch eine Frage. Mutzi. Was ist das Betriebssystem von Apple? iOS. Ja, und Willi, letzte Frage. Welche Farbe hat die mexikanische Flagge? Rot, weiß, grün und das Zeichen ist noch so braun, der Adler. Ja. Passt. Gut, ich glaube, sind alle einig. Musste ja damit noch ein Herz. Welche Farben sind in der kanadischen Flagge? Weiß-Rot. Richtig. Eli, Michael Schumacher wurde 7-mal Formel-1-Weltmeister. Ja, richtig. Wahr oder falsch? Ja. Musti, dein Herz pumpt Blut. Wahr oder falsch? 5. Falsch. Das ist wahr. Jungs, das ist krass. Was pumpt denn dein Herz sonst? Gott sei Dank, Digga. Mann, Bruder, mach doch einfach weiter. Warum fragst du mich noch? Wenn ich nicht weiß, Bruder, wenn ich jetzt nicht habe, warum fragst du noch? Das bedeutet böse. Ich wollte null ausgeben, Willi. Ja. Muschi, richtig. Richtig. Willi? Was bedeutet LOL ausgeschrieben? LOL. Lau. Also lachen. Lachen oder lieben? Lau vor. Lau ist deine Antwort. Und es ist laughing out loud. Also. Sydney, was war Arnold Schwarzenegger vor seiner Karriere als Schauspieler? Bodybuilder. Nee. Ja. Danny, was ist ein zweiter LOL falsch mit Lieben? Lachen oder Leben? Krass, hast du nie gehört. Danny, wer ist der größte Feind von Batman? Der Joker. Ja. Abu, wie viele Spieler stehen beim Eishockey auf dem Feld? Beide Seiten? Insgesamt. 16? Das sind 12. Eli, buchstabiere Interesse. INTRESSE. IE. Ja,
Nein, nicht E. INTERESSE. Ah, ich hab Seitenstiche. Ja, okay, Musti. Wie lang ist die chinesische Mauer? Was? Wie lang ist die chinesische Mauer? Warte ganz kurz, ich hab Seitenstiche, wallah. Warte. Sag doch kurz. Aber ist auch anstrengend, Sag schnell, nochmal. Wie lang ist die chinesische Mauer? Was machst du da unten? Wo bist du da? 90 Meter. Was? Wie viel? Nochmal? 190 Meter. Wie lang? 21.000 Kilometer. So. Willi, wie lang ist die reguläre Amtszeit des Bundeskanzlers? Die reguläre, ohne Wiederwahl. Ohne Wiederwahl, reguläre. Ich denke, 4 Jahre. Ja, 4 Jahre war richtig. Und Zeit ist um. Okay. Hab eine Antwort. Ja, Digga, bitte ohne reden, oder? Ja, du hast übertrieben, Musti. Back to back, das Ding, ich schwör. Ich bei Willi, aber jetzt. Ich fühle mich ja so. Hä, Bruder? Sorry, Blut, ich wollte Musti machen. Ich fühle mich ja wie er so schwer. Alter, haut rein. Gut, dann ist Musti. Musti nachher ein bisschen Velo, Bruder, jetzt? Bisschen Velo nachher, Bruder? Jetzt? Ja, heute okay? Abend, Nacht. Ja. Nein. Okay. Heute bis später. Warte kurz, bitte, gib mir eine Minute. Ich hab nicht gelernt. Leben Pinguine in der Arktis oder in der Antarktis? Antarktis im Süden. Richtig. Nur im Süden. Danny, Messi hat sein Debütspiel mit Ronaldinho gemacht. Wahr oder falsch? Falsch. Wahr. Falsch ist es, wahr. Was? Ja, Danny, den bekommst du von mir. Sogar die Vorlage. Ich bin gerade Fußball. Ja, doch, vom Basti. Abu, Deutschland hat unter 80 Millionen Einwohner. Wahr oder falsch? Falsch. Richtig. Eli, welche Farbe erhält man, wenn man die Farbe... welche Farbe enthält die Farben von Argentinien? Lage so. Von Argentinien. Blau, weiß und der Stern da, die Sonne, gelb. Sydney, ist Gummistiefel-Weitwurf offiziell ein Mannschaftssport in Finnland? Ja oder nein? Ja. Ja, ist richtig. Danny, ein Delfin ist ein Fisch. Wahr oder falsch? Ja. Ist falsch. Was ist das? Ein Säugetier. Genau. Abu, Wasser hat eine höhere Dichte als Eis. Wahr oder falsch? Falsch. Ja, ist richtig. Eli, wie hoch ist die Summe der Augenzahlen eines Würfels? Zähl schnell zusammen. 21. Ja, Willi, Luis Suarez hat für Liverpool gespielt. Wahr oder falsch? Wahr. Ja, Sydney, in welchem Land befindet sich Stonehenge? Schottland. Ja, es ist England. Nicht Schottland, England. Danny, wie viel Milligramm sind 1 Gramm? Ja. 10, genau. Nee, es sind 1000. 100? 1000 war stark, Digga. 10, Digga. Danny! Jungs, das war mir ein Fest! Das war mir ein Fest! Weiter. Das war mir ein Fest! Lass, Zeit ist um, das war die letzte Frage. Das war mir ein Fest. War letzte Frage? Ja. Stark angefangen, stark nachgelassen. Das war mir ein Fest, danke für die Einladung. Ja. Ich sag dir ehrlich, Danny, ich hätte es auch falsch gesagt. Ich hätte es auch falsch gesagt. Aber Junge, das Messi-Ding und Digga, das kann ich doch nicht wissen. Ich gucke Fußball, wo soll ich das wissen? Ja, das war aber auch. Das waren zu viele Ja-Nein-Fragen. Das waren zu viele Ja-Nein-Fragen. Bei Ja-Nein, da kannst du nicht so hart verkacken. Und das letzte Ding. Kann man eigentlich allgemein rauslassen, ne? Ja, allgemein. Außer bis sowas wie mit so Hardcore-Scheiße so. Muss sie. Ja, okay. Jungs, liebe für die Einladung. Ist gut, ja. Nee, wir sehen uns. Viel Spaß mit der Erfolg. Top ist ab. Gut. Die Zeit geht dann wieder los. Ja, wir fangen bei Abu an. Nein, Luke. Ah, da stand der Start. Aus welchem Film stand das Zitat? Star Wars? Ja. Eli, mit welcher Führerscheinklasse darf man in Deutschland Auto fahren? B. Ja. Boah, ich bin drin, Chat. Ihr merkt die Allgemeinwissensheit. Eli, buchstabiere das Wort Marathon. Marathon. Ja. Willi, die Freiheitsstatue steht... Sorry. Ist okay. Mann, steht in Washington DC. Ja. Wahr oder falsch? Die Freiheitsstatue steht die nicht in New York? Das ist falsch. Ja. Also, dass sie nicht da steht. Genau, hast recht. Die Venus ist der heißeste Planet des Sonnensystems. Wahr oder falsch? Das geht an Sydney. Der Merkur, falsch. Nee, es war. Das ist die Venus. Abu, der Vatikan hat ca. 10.000 Einwohner. Wahr oder falsch? Wahr. Sydney, du hast recht. Es war wirklich Merkur. Tut mir leid. Das ist jetzt Alter, mit das dieser Kontrollieren cool. Zurück. Sehr cool. Ja, das ist krank. Ja. Abu, 5. Ich sag wahr. Ja. Eli, von wem stammt das Zitat? Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Armstrong. Ja. Willi, welches Tier symbolisiert den Frieden? Ich würde eine Taube nehmen. Das ist richtig. Sydney, wie Hasen können nicht schwimmen. Wahr oder falsch?
Richtig. Priest, Twitch, Henrik, Braun und Kain. Maulwürfe, Abu, Maulwürfe haben keine Augen. Wahr oder falsch? Falsch. Wir müssen aufhören mit diesen Wahr oder Falsch, Digga, die sind scheiße. Mhm. Ja, okay. Eli, welches Element hat die chemische Bezeichnung AU? AU? Ja. Aluminium. Nee, es ist Gold. Gold? Und, oh. Und Willi, letzte Frage, buchstabiere das Wort Jackett. Jackett. Ja. J-A. Ja. R. K-E-T. Jackett. Nee, J-A-C-K-E-T-T. Ohne Q. Hab. Und ohne R. Ja. Okay, Salam Aleikum. Machst du Watch Party nachher? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nicht so... Okay. 50-50, machst du? Ich mach. Ja, vielleicht komm ich. Okay. Salamu alaikum, Jungs. Salamu alaikum. Okay. Abu, mal ein bisschen ins Haus drauf. Gucken, was geht. Ich würde mal sagen, ich mach dann jetzt 2 Minuten, ja? So, buchstabiere das Wort hatten wir. Es geht weiter mit. Versuch mal weniger Ja-Nein-Fragen, bitte. Ja, mach ich. Dehydration bedeutet. Was geht an Sydney? Entwasserung, also kein Wasser. Ja, Wassermangel. Abu, die Hauptstadt von China ist? Hongkong. Nee, Peking. Es ist Peking. Oh. Eli, hab ich gewusst. Eli, das Eröffnungsspiel der EM ist in? München. Ja. Sydney, welcher Nachtclub in Berlin ist dafür bekannt, dass sie die Gäste stark aussortieren? Hipcat. Nee, Berghain, oder? Berghain, ja. Berghain. Daran denkst du. Abu, Riegel. Abu, wie heißt das bekannte gelbe Pokémon? Pikachu. Ja. Eli, in welchem Küchengerät kann man sehr schnell Essen aufwärmen und auftauen? Mikrowelle. Ja. Sydney, was ist das schwerste Element im Periodensystem? Boah, Alter. Guck erst die Antwort. Uran. Oder war das das kalorienreich? Nee, es war so ein Titan. Nee, es ist Uranium. Oh, ich hab's nicht gehabt. Richtig? Ja. Ah, oha, ist sogar wirklich deswegen. Abu, was ist der stärkste Knochen im Körper? Alter, nicht Muskel, Knochen. Der Kopf. Nee, es ist der Oberschenkel. Der Oberschenkel, okay, krass. Eli, wann begann der Erste Weltkrieg? 1912. Nein, 1914. Ach, scheiße. Sydney, in Minecraft, wie craftet man eine Werkbank? 4 Holzplanken. Genau, als Viereck. Abu, wie viele Beine hat eine Spinne? 8. Ja, Eli, wer schrieb das Buch Romeo und Julia? Shakespeare. Richtig. Sydney, wie viele Sekunden hat 10 Minuten? 600. Ja, das war auch die letzte Frage. Ab 1. Ja. Ab. Gut, Abo. Ist die Peking-Ente. Ja. Damit habe ich Abo ein Leben weniger. Ich hätte mich selber gewählt. Also alle haben 2 jetzt? Ja, alle haben 2. Stimmt, krass, das ist crazy. Okay. Ein bisschen crazy. Gut, dann geht's weiter. Die letzte Frage hatte Sydney. Abu, welche Konsole wurde zuletzt von Nintendo veröffentlicht? Switch OLED. Ja, die Switch. Eli, welches ist das meistverkaufteste Spiel bis 2021? Verkauft? Meistverkaufteste. Gut, Minecraft ist das meistgespielte, verkaufteste ist Call of Duty. Nein, es ist auch Minecraft. Aber das kauft man nicht, ich habe extra gefragt. Doch, du kaufst Minecraft nicht. Nein, kauft man. Minecraft ist auch umsonst, oder nicht? Nein, das kauft man. Das 24 Euro. Was ist was? Echt jetzt? Sydney, wie heißt der Bundestrainer von Deutschland? Nagelsmann. Ja. Abu, wo steht das Burj Khalifa? In Dubai. Ja. Eli, wie heißt das Stadion in Liverpool? Anfield. Ja, Anfield Road. Sydney, welche Abkürzung hat die World Health Organisation? WHO. Ja. Abu, Oslo ist die Hauptstadt von Schweden, wahr oder falsch? Falsch. Richtig, es ist nämlich Stockholm. Eli, was ist jedes Jahr am 31.10.? Tag der Deutschen Einheit. Nein, Halloween. Nein! Oh, Nein! Das ist crazy! Tag der Deutschen Einheit. Amen! Ja. Das war's, Zeit ist um. Ist hier keiner mehr? Nee. Zeit ist um. Aber ich glaube, ich wär's eh geworden, oder? Was war denn hier falsch? Wieso? Was war denn hier falsch? Minecraft, nur Minecraft war falsch. Ja, nur Minecraft und Halloween. Sydney, Minecraft ist nicht mal so schlimm. Halloween war schon. Ja, aber sonst war doch alles Minecraft richtig. So ja, stimmt, ja. Das so echt. Gut, dann hat Eli noch ein Leben und der Rest 2. Bin ich mute, ups. Abu, wie viel
hat der Bau der Berliner Flughafen gekostet? BER. 1,2 Milliarden. 6 Milliarden. Eli, wie nennt man einen jungen Hund? Welpen. Ja. Sydney, nenn mir zwei Videospiele mit M. M wie Mond. Minecraft. Und Mortal Kombat. Ja. Abu, der Erste Weltkrieg dauerte 9 Jahre. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Falsch. Es waren nur 4 Jahre. Eli, welcher Fußballverein wird die Königlichen genannt? Der Real Madrid. Hallo Madrid. Sydney, in welchem Zeitraum fand der Erste Weltkrieg statt? Also Jahresanzahl. Ich mal die Frage. 14 bis 19, glaube ich. Oder nee, 18. 14. Ja, 14 bis 18. Abu, Pluto wurde den Planetenstatus aberkannt. Wahr oder falsch? Dass er kein Planet mehr ist, oder was? Ja. Die haben ihn einfach abgeschoben. Ja, ich sag wahr. Ja, wurde aberkannt. Also Zeit ist auch rum. Hat irgendjemand was falsch? Abu hat eine Sache falsch. Ja, ja. Ich hatte. Ja, genau. Gut, dann Abu ein Herz weniger. 1, 1, 2. Gut, Qualität. 2 Minuten 30 gehen los. Wie lautet das Mindestalter, um sich für den Autoführerschein anzumelden? 16 Jahre. 16,5. Sydney, wie viele Nieren hat ein Mensch? 2. Ja. Abu, nenne 3 Automarken. BMW, Mercedes und Toyota. Ja. Eli, wie viele Teilnehmer gibt es in der EM? 32. Nein, es sind 24. Hä? Sind 6 Gruppen? Nenne 3 Ex-Bayern-Spieler, die jetzt nicht bei Bayern spielen. Ich fuß da sofort runter, das Ecke links. Ballack, Elfenberg und Kahn. Ja. Mach die Käsemauke runter. Sie bleibt hier oben. Sydney, wo wurde Willi geboren? In Dessau. Richtig. Dessau. Abu, die Erde ist der größte Planet im Sonnensystem. Wahr oder falsch? Absolut falsch. Ja. Eli, wie viele Farben hat ein Regenbogen normalerweise? 6. Im Normalfall. Ne, es sind 7. Sydney, wie viele Oscars hat Leonardo DiCaprio? 3. Einen. Nee, es sind einer. Abu, wo wurde Elon Musk geboren? Ich wusste es. Ja. Kanada. Der war kein Ami. Hallo, Rot. Weiß. Kanada. Nein, es ist Südafrika. LOL! Was? Ich hab auch Kanada. Letzte Frage geht an Eli. Wo ist der Hauptsitz, das Land, von Spotify? In Schweden. Ja, richtig. Was? Ja, das Alter. Nein, Bro. 3 Minuten. Hilf mir auf die Sprünge, bitte. Ich hatte EM falsch. Du hattest Dings da falsch EM. Und Abu hatte auch irgendwas falsch. Eli hatte sogar 3 Sachen falsch. Hä? Was hatte ich denn falsch? Ja, Bruder, 16,5? War, meine Antwort war 16. Okay. Warte, da war noch was. Regenbogen. 6 und 7. Regenbogen. Ja, aber da sind mehr Fragen falsch. So. Was hatte Abu falsch? Ich hatte eine falsch. Welche? Ja, welche denn? Das war jetzt gerade mit Kanada. Also 16,5 ist. Man kann 16,5 sein? Das wusste ich nicht. Ja. Entweder das war 16 oder. Okay. Macht euer Ding. Wen wählt ihr? Ich bin raus. Ich hab Eli. In dem Fall muss ich leider Eli wählen. Aber dann macht wenigstens wegen EM und nicht wegen 16,5. Ja. Ich hab ein komplett Paket gemacht. Ja, warum sind denn nicht 8 Gruppen da? Ab wie vielen Jahren ist man in Deutschland volljährig? Wie nennt man den Ball beim Badminton? Federball. Ich wusste es nicht. Federball wusste ich nicht. Wie nennt man die Flüssigkeit, die Pflanzen zum Wachsen benötigen? Hä, hey, warte mal ganz kurz. Krieg ich nicht sogar Subs? Ich krieg 10 Subs von Rohat, Wasser. Von Danny und von gut, das war's. Von Willi. Sydney, ich hab's verkackt, 100%. Also, gewonnen hat Sydney Mords mit 8 Punkten und Abu hatte 6 Punkte. Oh, ich dachte sowieso weniger.